An a wunderschönen Gute gewünscht. Huh, gleich ein bisschen so kurz, ja. Ich war vielleicht ein bisschen zu weit viel gelaufen. Schon ein bisschen getriggert. Und ich überlege, hab doch euch schon. Whatever. Dann nur eben die Schwarzbild. Kann ich schnell ganz. Resümee zu. Imperator, hä? What the fuck? Wey, hä? Imperator. Nice. Hat noch schon falsch Imperator. Seine ruhmreiche Majestät, unsterblicher Meister und Beschützer von Sakul. Imperator Valkorion. Willkommen. Ein neuer Name. Ein neues Gesicht. Das reicht nicht, um sich vor uns zu verstecken. Mar? Ich würde seine Präsenz überall spüren. Der Sith-Imperator. Wir haben euch gejagt. Wie ist das möglich? Nichts. Wie ist möglich? Ein zweites Imperium? Selbst ihr hättet all das nicht errichten können. Es muss eine andere Erklärung geben. Ihr geht davon aus, dass meine Macht Grenzen hat. Das ist ein Trugschluss. Die anhaltende Stille im Verlauf unserer Geschichte. Das hier war eure Ablenkung? Das hier war mein Ziel. Alles andere. Nur Mittel zum Zweck. Ihr behauptet nur, wegen mir hierher gekommen zu sein. Hier bin ich. Was wollt ihr? Euren Tod in der anderen. Gerechtigkeit, das ist eine Menge. Antworten. Schätze, ich soll lieber gerne mal antworten. Ihr manipuliert ganze Zivilisationen, verursacht jahrzehntelange Kriege, löscht jegliches Leben auf Siost aus und flieht dann. Ihr werdet mir sagen, warum. Werde ich das? Ihr sagt, ihr kennt mich. Wenn das stimmt, kennt ihr auch das wahre Ausmaß meiner Macht. Was immer ihr hier erreichen wolltet, tief in eurem Inneren wisst ihr, dass ihr es nicht schaffen werdet. Aber ihr müsst nicht gegen mich kämpfen. Ihr könnt auch niederknien. Das werdet ihr sehen. Ich werde nie wieder vor euch knien. Das ist tatsächlich. Ihr würdet eher sterben, als meine Überlegenheit anzuerkennen. Hey, knete schnell, ja. Ihr seid es, der den Tod fürchtet, Valkorion. Ich nicht. Ich werde nicht niederknien. What the hell? Pretty mama. Komm, knie gar noch knie näher, du Bitch. Räumt den Raum. Alle raus. Ich gebe nie knie für einen Engel. Lieber stehen sterben als knien leben. Lieber 1000 Qualen leiden, als einmal aufzugeben. Ah, das stimmt zwar. Ma hat euren Leuten echte Führungsstärke gezeigt. Das ist mehr, als ihr je für sie getan habt. Er war engstirnig, gebunden an ein bedeutungsloses, uraltes Dogma. Aber ich glaube, ihr seid anders. In all meinen Jahrhunderten habt nur ihr meine ganze Aufmerksamkeit verdient. Ihr drückt der Galaxis mit jeder eurer Taten euren Stempel auf. So wie ich. Seht euch um. Sakul ist auf dem Weg, zur größten Zivilisation zu werden, die es je in der Galaxis gegeben hat. Ich habe dieses Imperium geschaffen, um alle meine bisherigen Werke zu übertreffen.
Es wird die Ewigkeit überdauern. Der ewige Thron kommandiert eine Flotte, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Sie hat die Macht, die Galaxis zu jedem Bildnis zu formen, das ich wähle. Das wir wählen. Ich werde das alles mit euch teilen. Ihr müsst nur niederknien. Oh, niederknien wird's auch so. What the fuck? Okay, ja, du hast zwar... Das war ein Zitat, das ist so richtig. Skip, sonst zu zwei spielst. What the fuck? Ich weigere mich. Ah, theoretischerweise müsste ich es machen, mem. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich die Macht tun, kann ich tatsächlich Sachen so beeinflussen für mich natürlich. Respektiv für die Republik. Du winkst. Knie wäre. Komm. Ich habe selbst gesehen, zu was ihr imstande seid. Wenn meine Wahl der Tod oder ein Anteil an eurer Macht ist, ich bin dabei. Das war nicht die Antwort, wo ich so Login hund, der just du Login. Wie sollst du das gehen? Noch einmal. Ihr könnt euch glücklich schätzen, Fremdling. Ich habe Jahre gekämpft, alles geopfert, selbst das Leben meines Bruders, um eine solche Einladung zu bekommen. Ihr habt das vollbracht, was ich nicht konnte. Und nun tue ich, was ihr nicht konntet. Du hast deinen letzten Fehler begangen, Vater. Die Zeit wird es zeigen. Imperator ist unsterblich. Und ja. Und ist sie wahrscheinlich den Erbe vom Imperator. What the fuck? Der Fremdling hat unseren Imperator getötet. Bringt sie weg. Fremdling hat unseren Imperator. Du Drecksack, du. Du Huri, du Wichser, du asozial Stück Scheißdreck, du asozial Gehirnkrüppel. Du asozial Gehirnkrüppel, zu sehen hat. Wann ich mocht, wann ich Uklot gehe oder wann ich ihn umbringe, schien doch dazu. Nicht so wie das tut dann. Bewohner von Sakul. Das Undenkbare ist passiert. Unser geliebter Imperator Valkorion ist tot. Ermordet von einem Fremdling, der die Grundfesten unserer großartigen Gesellschaft erschüttern will. Die Attentäterin wird umgehend der Gerechtigkeit zugeführt werden. Wir werden eine angemessene Antwort auf diesen Akt grundloser Aggression geben. Als neuer Imperator kann ich euch eines versprechen. Die Feinde von Sakul werden die ganze Macht des ewigen Throns zu spüren bekommen. Sie werden für ihre Kriegstreiberei bezahlen. Und auch die letzte Kernwelt wird brennen. Ja, und ich hatte Macht von einem Imperator. Ich ist halt schon geknickt, und wusste, dass ich nicht machen, aber im Endeffekt, ja, aber ich weiß auch schon ein bisschen, wie die Story weitergeht, weil wir mal schon gespielt haben. Aber, am Endeffekt, was ist ja nicht schlecht, lass uns mal so sagen.
Map da mal einfach so, dass es nicht schlecht ist. Okay. Kapitel 2. Der Traum eines Imperiumses. Imperiumses. Ich habe die Sterne immer geliebt. Ich wusste das. Nicht tot seid. Ah, schon Posten, cool. Täuschung war nie meine Absicht. Ihr verdient die Wahrheit. Die Macht steht euch nicht zu Diensten. Und doch triumphiert ihr über weit größere Kräfte. Ich muss euch meinen Respekt zollen. Ich bin euch hierher gefolgt, damit wir ungestört sprechen können. Mhm. Ihr habt euch verändert, aber auf Fälle. Fluchtet ihr? Was? Nee, komm. Ihr seid nicht derselbe Wahnsinnige, gegen den ich auf Sios gekämpft habe. Ich bin es und doch auch nicht. Der Veränderung müssen wir uns alle stellen. Eure groteske Crew von Außenseitern. Sie wollen eurem Beispiel folgen, sind aber nur Schatten. Das stimmt. Eure pflichtbewusste Bestie. Der sentimentale Schütze. Eine unnahbare Monarchin. Okay. Der arglose Betrüger. Und eine einsame Rächerin. Sie haben für euch keinen Nutzen. Und doch die Liebe. Nee. Ja. Ich teile mit einem von ihnen meine Kabine. Das hat sich als recht nützlich erwiesen. Liebe verwelkt, wenn sie nicht gepflegt wird. Lässt man sie zu lange alleine, sucht sich die Liebe ein neues Opfer. Wir werden wieder zusammen sein. Mit jedem Tag entgleiten sie euch mehr. Ohne einen Fixpunkt, ohne uns. Wirbelt die Galaxis und alle mit ihr ins Chaos. Und so nervig. Meine Klo noch fertig und dann. Das Einfrieren in Carbonit verlief nicht optimal. Euer Körper ist vergiftet. Er stirbt. Alte Feinde sind gekommen, um euer Leben zu nehmen. Ich habe keine Angst. Nichts davon ist real. Illusionen können töten. Das stimmt. Wenn ihr leben wollt, müsst ihr kämpfen. Jo. Schon so gespannt hat. Fertig. Wie der Sound heute aus. Genial. What the fuck? Muss ich teil nach und dann was definitiv rüber für Auto. Okay, also der Damen und Herren, das war es dafür heute und dabei nächstes Jahr beginnen wir dann bei euch Chef, dann haben wir tatsächlich den zweiten Kapitel, wo wir weitermachen. Tschüssikowski an den